So Leute, vorab, wir sind jetzt schon hier in der Food Hall. Es ist mexikanisch, türkisch, arabisch, pakistanisch, mexikanisch, habe ich Spanisch gesagt? Und Spanisch ist es geworden. Jetzt geht's los im Video. Moin Lieben, schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Heute wird ganz internationale Nummer ist das. Pakistanisch, arabisch, türkisch, Ukraine, Korea, China. Alles ist vertreten mit ihren Streetfood-Spezialitäten des Landes. So, in einer Markthalle in Bremen. Alles auf einen Haufen. Ich weiß doch gar nicht, was ich testen werde alles. Ich suche mir natürlich die Zuckerstücke raus und die werde ich euch zeigen. Ich bin ja auch dafür da, einfach für euch die Köstlichkeiten jeder Stadt zu zeigen. Auch für die Leute, die da wohnen, um euch zu zeigen, da müsst ihr hin. Bam. So, und da werden wir jetzt hinfahren. 50 Euro random, damit ihr die Kommentare vollknallt. So bringen wir den Kanal nach oben und nur mit dem Daumen nach oben. Den müsst ihr glühen lassen, aber so wie ihr noch nie glühen lassen habt. Jetzt ballern wir los. Nachi? Ja, Mann. Es geht los. Wir sind am Start, haben hier in der Parkarena, wollte ich gerade sagen, haben wir geparkt. Und da vorne ist schon die Halle 8. So dumm wie wir sind, haben wir überlegt, ob das draußen ist, aber dann würde man sich glaube ich nicht Halle 8 nennen. Das sieht schon mal hier nach einem Kinderparadies aus. Jetzt gehen wir mal snacken, Nachi. Weißt du, was sexy ist? Dieses Haar, was da rausguckt. Ist das sexy? Ja, ja. Wie ihr gefragt habt. Vertrau mir, ich bin die Sexiness-Polizei. Wir sind jetzt am Start. Ihr seht schon Spanisch. Spanisch haben wir auch, aber ich weiß nicht, ob ich Spanisch essen soll. Wenn ich mich überlege, ob Vollmilch oder Bitterschokolade, kann ich nicht mal entscheiden. Ja, doch, eigentlich schon. Aber bei anderen Sachen, wisst ihr, Naschen, Kekse, Schokolade geht nicht. Und jetzt soll ich aus so vielen Sachen, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Scheiße, hätte ich vorne eine Umfrage machen können und hätte euch gefragt, was ihr am liebsten sehen wollt. Also Ahmed sagt schon, vielleicht wenn die heulen, weil das da so ein bisschen gehoben aussieht. Aber ich sag's euch, ich nehme mir jedes Essen, nehme ich mit raus, teste das draußen. Und dann gibt es auch keinen Freundschaftsbonus mehr. Also den gibt es sowieso nicht. Dann wird was vielleicht nicht mehr ganz so nett gesagt wie vorher. Nein, 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 nein. Quatsch, vergesst, was ich gesagt habe. Entschuldigung, dürfte ich Sie einmal was fragen? Sagen Sie, ist das eine gehobene Gastronomie drin oder würden Sie sagen, das ist eher so, ist interessant, ja? Gerichte aus aller Welt. Aber ich kann mir das noch leisten als Normalverdiener, ne? Sehr gut. Dankeschön. Hey, was geht dir? Alles gut? Ja, muss. Wo geht's hin? Zum Sport oder was? Ich komme aus Düsseldorf. Ja? Ich war auf Bau. Das sieht eher aus wie ein Gepäck voller Drogen. Kali. Ehrlich jetzt? Wie ist denn das verpackt, Alter? Da haben wir hier noch ein bisschen was. Oh, Bruder, ja. Aber wenn ich das jetzt aber filme, mein Gewicht wegmache, ist ja irgendwann drüber. Aber kannst du deinen Namen noch sagen, wie du heißt? Nein, komplett, auch Familienname, damit wir gleich weitergehen können. Ach so. Ermitteln. Was ich sagen wollte, ne? Die Bremer, die kacken sich aber ganz schön ein. Nein, die wollen natürlich nicht gefilmt werden, kann ich auch verstehen. Aber so dieses offensive, nicht filmen, das habe ich selten. Aber wir sind schon sehr offensiv Kontrakamera, das ist mir aufgefallen. Irgendwie ist das unangenehmes Feeling. Ich schwör's euch, als ich durchs Drei-Sterne-Restaurant gegangen bin. Ach nee, bin ich noch. Ich war noch nie im Drei-Sterne-Restaurant. Aber in dem einen guten Restaurant und alle haben mich angeguckt, als wäre ich ein Sohn. Und ja, hier ist ein komisches Feeling, komische Atmosphäre. Als wären wir die absoluten Ahnmänner. Bist der einzige Ausländer hier wahrscheinlich. Nein, bist du nicht. Street Food aus aller Welt. Baba Maria. Oh, ach so, das ist der Ukrainer schon mal. Borsch haben sie am Start, Borsch, aber wir gehen jetzt erstmal rum. Ich gucke jetzt, glaube ich, erstmal nach einem Pakistaner. Der interessiert mich am meisten. Oh Leute, ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden. Jetzt sehe ich da eine schöne Paella. Ich habe noch nie eine spanische, so wo ich das Feeling hatte, spanisch, original, keine Ahnung, noch nie gegessen. Das ist eine harte Auswahl jetzt. Hier noch mit zweiter Ebene zum Essen gehen und so, das ist schon wirklich eine feine Sache hier. Was hast du zu deinem Burger nochmal? Also ich würde sagen, der meine Burger ist fast der beste Burger in Norddeutschland. Eben hast du gesagt, das ist der beste. Ist ja auch. Aber du weißt, die Schmecker sind verschieden. Jeder hat andere Wahrnehmung. Und weil wir nehmen nur Nackenfleisch, dann nehmen wir nur Pferde. Und Pferdefleisch heißt, das sind nur die Kühe, die noch nicht gekalbt haben. Und das Fleisch ist hart, dann ist er noch Dry-Aged. Dry-Aged ist das auch noch? Oh, du bist brutal, Mann. Ich schwör's dir, du bist brutal. Ich habe nur gerade Fleisch auf dem Grill gebracht. Und das Fleisch hat keine Wasser gehabt. Und das heißt, das ist der Charakter von der Dry. Hat kein Wasser. Gab. Nein. Oh, du hast Ahnung vom Burger, ich merke das schon. Aber das ist nicht der pakistanische Stand hier, oder? Bist du Pakistaner? Nein, ich komme aus Pakistan. Wir haben keinen anderen Pakistaner hier, ne? Doch, der hinten. Da ist noch einer, ne? Ja. Ich sag mal nachher, wer besser ist. Also jeder Mensch ist gut. Es gibt keiner schlechter. Ja, das stimmt. Ja, dann wollen wir mal Taten sprechen lassen bei dem Burger, ne? Jo, alles klar. Okay, perfekt. Dann ist so eine Scheiße, die rettet mich in die Scheiße, sag ich euch ehrlich. Guckt euch das an.
Weil da habe ich direkt das Problem, sage ich ehrlich. Hausgemachte Burger, ich liebe Burger. Ich liebe es zu testen. Ich liebe das euch mitzuteilen. Aber es gibt so viele Sachen hier, dass ich es gar nicht bringen kann. Bester Burger steht da. Oh. Ich wollte eigentlich gar nicht Burger essen, aber das sieht so gut aus bei dir. Ja, komm, wir teilen einen höchstens, weil wir müssen überall jetzt hier. Wir teilen uns einen Burger. Das machen wir. Wir teilen uns einen Burger. Ah, das geht nicht anders. Ich zeig gerade nochmal, das hat kein Wasser drin. Dry Age. Die Zusammensetzung hat er gerade gesagt. Oh, sorry, dass ich wieder mit Burgerstress habe, das geht nicht anders. Da ist halt viel Leidenschaft drin, sagt er. Er hat eben den Burger nochmal so auf den Grill geworfen, ist nicht kleben geblieben. Weil er sagt halt, da ist kein Wasser drin, gar nichts, was irgendwie zerläuft. Und dadurch backt es nicht am Grill so. Ob das jetzt alles leere Worte sind, ob der auch gut schmeckt und so, seht ihr gleich. Aber ich wollte nur seine Worte nochmal wiedergeben. Das hat er gerade gesagt. Also krass, seine letzten Worte, er war USA, Kanada, Thailand, überall auf der Welt. Er hat noch ein paar andere Sachen aufgezählt. Die können nicht mit seinem Burger mithalten, sagt er. Nicht halal, der Burger. Rinderbacon drauf. 20% Fett im Patty und richtig dick Röstaromen. Barbecue-Soße und jetzt geht's los. Und in der Mitte noch rosa. Sehr hartes Bun, relativ salzig. Süße Zwiebeln, sehr süß. Gurken, geröstete Zwiebeln. Direkt mein Fazit dazu. Solider Burger. Fleisch sticht aber nicht raus. Käse sticht nicht raus. Bun sticht nicht raus. Alles solide. Echt lecker. Ja, mehr als 7,7 ist das nicht. Und im Vergleich mit meinen Burgerkuchen, da hat jedes für sich einfach mehr Klasse. Wenn ich hier wäre, würde ich sofort wieder essen. Also Buxtehude, Umgebung bei mir, wo ich wohne, schwer zu finden. Aber wenn du jetzt in viele Städte reist, kriegst du easy noch was Besseres. Das werde ich ihm auch sagen. Jetzt geht's richtig mit Streetfood los. Mexikanisch haben wir hier auch. Und ich überlege, ob wir damit direkt starten mit Mexikaner. Quesadilla Burrito. Ich glaube, wir hauen uns ein Burrito rein. Sag mal, also dass du Mexikaner bist, muss man jetzt kein Genie für sein, hat man gesehen. Ich bin kein Mexikaner. Du bist keiner. Ich hatte überlegt, ein Burrito zu nehmen. Ja, eine gute Idee. Einfach so dein Favorite, würde ich mir mal zusammenstellen lassen. Sehr gerne. Dankeschön. Noch einmal ganz kurz zum Burger, Leute. Ne? Das Problem mit viel Salz ist immer, wenn es zu salzig ist, nimmst du dir selber den Spielraum, raffinierten Burger auszuklügeln. Wo du die einzelnen Geschmacksnuancen spürst, wo du dir vor Gedanken gemacht hast, was soll im Vordergrund stehen, wofür steht mein Burger. Das nimmst du dir, weil einfach Salz im Vordergrund steht. Deshalb bin ich kein Fan von übersalzenen Burgern. Das wollte ich noch kurz sagen. Da war mir ein bisschen zu viel Salz drauf. Und dadurch konnte man die ganzen Sachen wahrscheinlich gar nicht rausschmecken. Dann wäre noch geiler gewesen, mit Sicherheit. Darf ich nur einmal kurz noch fragen, was da jetzt drin ist in dem Burrito? Die Basis ist Reis, dann kommen da Bohnen rein, Hähnchen, Pico de Gallo, das ist ein Salat aus Koriander, Tomate und Zwiebeln. Dann ist da Sour Cream drin und Avocado, meine hausgemachte Chipotle-Soße. Oh. Und ja, das war's. Geil. You're losing, I got no perception. What is real, what's your projection? I make you dizzy in your head, got no protection. Okay, Leute, zieht euch das rein. Jetzt geht's los hier. Ordentliches Rohr. Interessant zu essen. Da bin ich rein, weiß halt diesen Teig natürlich. Und ihr habt erstmal diesen roten Reis. Der ist ganz klassisch, wie man ihn vielleicht auch beim Griechen kann. Da hat man ja auch manchmal so leicht rot angemachten Reis. Schmeckt gleich noch die Bohnen, gefühlt Chili-Feeling. Und so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist jeder Biss eine andere, führt mich in eine andere Welt dieses Burritos ein. Schönen Biss mit Hähnchen. Früher als Jugendlich habe ich immer so Chickenstreifen aus der Packung gegessen. Die hatten nur eine bestimmte Marinade und das ist das irgendwie ein geiler nur. Gefällt mir. Ich werde jetzt aufzeigen, dann kriegt ihr mein Urteil. So 8 Euro das Ganze. Mega Preis-Leistung. Gebe ich eine 6,5. Jetzt nicht so, dass ich irgendwie, das ist das beste Essen meines Lebens, aber es ist ein wirklich gutes, leckeres Essen für den Preis absolut empfehlenswert. Und weiter geht's zum nächsten Stand. So Leute, jetzt sind wir beim Pakistaner und ich weiß selber noch nicht, man, sowas haben wir noch nie im Video gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich nehme. Wir haben keinen Vergleichswert, gar nichts. Privat war ich oft beim Inder, fällt's ähnlich, würde ich sagen, von den Gerichten, die ich sehe. Und ich will jetzt einfach was. They just gave you anxiety. Going away, but it's alright though. Starting
not shave and I be painful. I be flying, wish I be able. Können wir jetzt einfach mal ein pakistanisches Chicken Korma. Hähnchenbrustfiletstücke mit geriebenen Mandeln, Kokosnusscreme mit Sahne verfeinert. Würde ich sagen, habe ich das gleiche in Grün schon oft gegessen in meinem Leben. Ich habe einen guten Vergleichswert, kriegt ihr gleich von mir die Bewertung. Bitteschön. Ja, danke schön. Das sieht aber special aus. Also so habe ich ein Chicken Korma noch nie zubereitet bekommen. Das ist mit Liebe, ne? Guck mal. Hier, Ahmed, der Mann an der Cam. Du hast mich vermisst, ehrlich. Ja, ich habe dich vermisst. Ahmed war so lange weg, Mann. Meine Freundin sagt immer so, wir sind wie ein altes Ehepaar, wie wir uns unterhalten über Essen und so. Oh, da musst du so zubereiten und hier und da. Film vielleicht noch einmal die Tafel unten ab von den Dings. Vielleicht holen wir uns gleich noch mal einen Kump hier. Scheiße, jetzt steht da jemand im Weg. Genau die Tafel wollte ich abfilmen, Mann. Ärgerlich. Jetzt auf das Essen zurück. Sieht edel aus, Auge ist mit, überall so im Leben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kokosnussraspeln so gekauft hat. Sehr präsent, direkt mit dieser sahnigen Soße. Geil. Wer Koriander kennt, frischen Koriander, natürlich ganz anderer Charakter als der gemahlene, als Gewürz. Sticht direkt rein, fuck. Hier nochmal schön die Safranfäden. Hab ich auch noch nie so in der Form gesehen. Nee, ich auch nicht. Nicht so also normalerweise, wie bei uns zu Hause, kochen wir auch viel mit Safran. Mhm. Zartes Hähnchen, schön. Mag ich sehr gerne. Mit diesem stumpfen Joghurt dazu. Du magst auch gerne Apfel, ne? Sehr gerne. Ich fühle jeden, der dabei sagt, nee, ist überhaupt nicht meins. Das muss man mögen. Ja. Aber das ist schön. Das ist schön. Erstes Mal pakistanisch, würde ich sagen, hat mich überzeugt. Ich würde es so beschreiben, man hat sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. So wie man es kennt und das in sehr guter Weise. Also da ist eigentlich kein Haar in der Suppe zu finden, aber auch nichts, wo ich auf einmal sage, boom, das ist jetzt anders als überall anders. Das sind die 8 Punkte, weil es wirklich lecker ist und es geht rüber zum nächsten Stand. Wir testen jetzt nochmal Spanisch, komme ich nicht drum rum. Ich muss eigentlich auch Chinesisch, das lacht mich sehr an. Es gibt viele Missionen hier anscheinend noch. Sie hat eben nochmal gesagt, ob wir den anderen Tag auch da sind, weil die sind sehr hart ausverkauft, scheint sehr beliebt hier zu sein. So eine schöne Paella jetzt mit Meeresfrüchten, gerade nachdem ich aus Marokko kam, auch, sag ich mal, viel Meeresfrüchte gestern habe. Geiler Vergleich. Hauen wir uns mal eben rein. Ich glaube, wir nehmen, ich guck mal eben auch auf, was es hier so gibt. Das sind viele schöne Sachen. Sind wirklich Spanier, die sprechen jetzt auch nicht das beste Deutsch. Finde ich vom Feeling geil, ihr wisst, was ich meine. So, ne? Wenn er jetzt ein Deutscher steht, euch eine Paella verkaufen will, hat das nicht so die Vibes. Ich glaube, Empanada ist schon auf dem Zettel. Ich weiß wirklich gar nicht, ob es jetzt die Paella wird. Ich gucke jetzt nochmal. So, also es wird doch die Paella und Empanadas. Ich hoffe, sie hat mich jetzt richtig verstanden. Und wir kriegen auch noch Tortilla jetzt. Das wird eskaliert jetzt ein bisschen. Jetzt eskaliert es. So, los geht's. In die Richtung habe ich noch nie gegessen. Ich habe auch noch nie eine spanische Paella gegessen. Was ein bisschen Abtöner war, war Mikrowelle. Kann man nicht anders sagen. Das war jetzt nicht so perfekt. Aber jetzt gucken wir nach dem Geschmack. Das heißt wie? Empanada? Empanada, ja. Ich hab beinahe gesagt, die haben damit Fisch gearbeitet. Als hätten die irgendwie Sardinen mitverarbeitet. So ganz leichten Touch, finde ich ganz interessant, finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Allgemein ist aber dieses Ding auch mir ein bisschen zu salzig. Mhm. Schönes Blätterteig, schön tomatig, bisschen zu salzig. So mal hier. Da sind auf jeden Fall, wie ich weiß, 5-6 verschiedene Fischarten drin. Tintenfischringe sieht man hier ganz schön. Ja. Du hast Lachs drin, jetzt Schrimps, du hast also wirklich. Ich habe sogar Hähnchenflügel drin. Ach, hast du auch noch. Also der Reis hat so eine Konsistenz wie diesen Klebereis. Ja, Risotto so ein bisschen. Muschel. Was für eine Muschel, Ahmed? Lieblingsmuschel? Weiß ich nicht. Das schneiden wir mal raus, Katar, nicht, dass ich schon wieder wie ein Dulli da stehe. Ist mir zu salzig, muss ich einfach ganz klar sagen. Nimmst du nicht übel, aber fehlt mir der Pfiff. Ist mir zu fade, teilweise sind wieder zu salzig. Bin ich nicht so begeistert von dem Ding. Dann muss ich einfach jeder selber die Meinung bilden. Allein das Hähnchen, Leute. Für die, die nicht kochen können, braucht ihr nicht. Holt euch Hähnchenflügel. Holt euch Hähnchenflügel, macht da Salz und Paprikapulver drauf. Ist leider, muss ich sagen, 5-mal besser als das. Und die waren so sympathisch, weil deshalb tut mir das weh, das zu sagen. Aber selbstgemachte Soße. Lecker. Die ist gut. Hat einfach so einen schönen Knoblauchtouch. Okay. Schönen Knoblauchtouch. Der ist gut. Der ist wirklich gut.
schön sahnig, kartoffelig, nicht zu salzig. 7,8, 5 und 5. Weiter geht's, nächster Schnack. Und von der Aioli, Leute. Ich glaube, das ist die beste meines Lebens. Also da ich natürlich noch Luft nach oben lasse und da absolut kein Experte bin, würde ich einfach sagen, 9 von 10, top. Sagen wir mal so, die gebe ich sogar eine 9,5. Also die Aioli, die ist echt krass. Kann man sich abfüllen lassen, für zu Hause mitnehmen, krank. So, wir sind jetzt hier nochmal beim türkisch-arabischen Stand. Wir nehmen Rollo und dann 4 Messer dazu. Geil. Also ich würde sogar noch mehr nehmen. Einmal Baba Ganoush nehme ich, Minzjoghurt und von dem Hummus. Dattelcreme auch gerne und Paprikacreme nehme ich auch. Und gerne noch 2, 3 von dem Blumenkohl. Und dann, ich habe richtig Bock auf diesen Tandir-Rollo mit Pulled Beef. Also ich habe Pulled Pork schon gegessen. Haram hoch 10 Basis, aber Pulled Beef habe ich noch nie gegessen. Das ist genau meins, ich sag's euch. Hauptspeise, ich liebe türkisch-arabisch. Genau meins, ich sag's euch. Von allen Ständen einfach so für mich. Das würde ich am liebsten nehmen. Mit Hand essen, ne? Genau, ja. Okay, wir sollen mit Hand essen. Komm, wir gehen hier in Ahmed. Geil. Meinst du mit Sesam, Ahmed? Safe, immer. Mhm. Immer Sesampaste mit drin. Kannst du von allem ausgehen. Alles, was soßenartig ist, ist immer Sesam drin. Das ist so cremig, Leute, so sahnig. Das schmeckt auch für mich nach einem guten Olivenöl. Ich habe kein billig Olivenöl auf 100.000 Kilometer. Ja, ich habe gesehen, das ist der von Aldi. Edle Konsistenz vom Hummus. Bisschen fester. Überhaupt nicht trocken, das wäre der falsche Ausdruck. Ich wollte erst sagen, auch bröckelig hatte ich im Kopf. Das bedeutet, die haben die selber, die Kichererbsen aufgekocht, selber zerdrückt. Und da kann es auch sein, dass du noch Bröckelungen hast von der eigentlichen Kichererbsen. Schön, dass du das sagst, weil so kommt mir das auch vor, dass es nicht dieses industriell einfach zu matsch gemacht Würde mich auch wundern, ey. Sag ich dir, gerade bei so einem Ladenstand. Ich habe sogar noch eine halbe im Mund gehabt gerade. Ja, das meine ich. Du merkst ja auch, das Salz galt, aber angenehm. Das brennt einfach nicht so im Mund. Ja, ich habe gesehen, dass da Salz von Aldi. Ja. Ich wollte mir kurz Hallo sagen. Ja, moin. Ja. Moin. Ich weiß nicht, ob Emre das war, der euch hier angeschrieben hat und hergeholt hat? Der hieß Emre bei dem Kommentar. Das blenden wir nochmal eben ein. Habe ich ganz vergessen, bitte Kommentar einblenden vom Emre. Ne, ich bin der Marktleiter hier von der Marktleiter. Ach, du bist der Marktleiter. Deswegen wollte ich mal eben Hallo sagen. Ah, der hat ja Werbung betrieben. Was ihr hier so treibt, weißt du? So ja, deswegen, geil. Geiles Konzept hier. Du isst dich jetzt einmal komplett durch, Ich esse mich komplett durch, Also so viel es geht. Ein Stand geht danach auf jeden Fall noch. Also wenn du das zu oft machst, dann siehst du bald so aus wie ich. Da wollte ich auch gegen ankämpfen. Ich stoße gerade an meine Grenzen, Leute. Was sieht man? Der Heimleiter hat mich kaputt gemacht. Ganz netter Typ, ne? Soll jetzt nicht irgendwie so mäßig rüberkommen von mir. Ich hab gemerkt, mit jedem Satz wird mein Hunger weniger, weil es ist einfach echt schon grenzwertig. Und auf Real Talk-Basis, wenn du so ein Essensvideo machst, dann musst du stark auf stark, weil irgendwann setzt der Hunger ein. Das Essen ist in der Zeit kalt geworden, war auch von ihm taktisch nicht das Schlauste, aber egal. Die Pasten, Leute, kann man nicht sagen. Auch die Dattelpaste. Schöne Süße, schöne Minze. Einfach nichts Falsches zu finden. Blumenkohl, wollte ich gerade sagen, hast du mal probiert. Schöne Schärfe auch drin. Ist geil, aber der ist ein bisschen zu zitronig für mich. Aber sonst nicht schlecht, sagen wir mal so. Nicht schlecht ist ab. Und jetzt kommen wir zum Rollo. Das Ding ist mal was anderes. Es hat Komponenten, die hätte ich mir gerne rausgedacht, wie einfach, sag ich mal jetzt, das mit zu stumpf Tomate da drin. Was aber trumpft, ist das Pulled Beef. Das hat einfach von der Konsistenz, ist einfach eine andere Nummer. Geil im Geschmack, schöner Biss, schön lecker. Ist für mich ein Highlight irgendwo. Die Soßen, babamäßig, 9 von 10. Dem Rollo gebe ich 7 von 10, war lecker. Gerade das mit diesem Pulled Beef, das erste Mal gegessen, ist für mich was Besonderes gewesen. So. Aber im Gesamtfeeling lecker, aber mehr auch nicht. So Leute, aufregender Tag gewesen. Essen würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen. Ich würde hier wieder reingehen. Man isst ja auch immer nur ein Gericht von einem Stand, wo es 15 Gerichte gibt. Würde ich gerne mich noch mehr durchsnacken, war aber ein gelungener Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich unbedingt wissen mit einem Daumen oben. Das ist der Support, den ihr mir gratis reinhauen könnt. Und einen Kommentar, irgendwas einfach reinhauen. Danke fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal. We'll be right back.